Willkommen, liebe Clasher und Clasherinnen, bei mir, dem Thorsten, bei einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans. Ja, oh, ich sehe hier schon wieder Live-Angriffe. Gehen wir rein. Live ist live und das, was ich ja die Tage gesagt habe, dass nach dem Update alle Wiederholungen weg sind. Ich hatte da so die Vorahnung. Meine Vorahnung war auf jeden Fall richtig. Also fand ich richtig nett. Und ich habe heute mal für dieses Video eine neue YouTube-Funktion genutzt. Ich hoffe, ihr seid alle da. Ich weiß es noch nicht. Ich werde dafür mal so ein bisschen die Werbetrommel rühren, denn es gibt jetzt so eine Funktion, dass wir so eine Folge hier als Premiere so ein bisschen feiern können. Das heißt, wir können zusammen chatten. Natürlich bin ich dann auch da. Und wir können so ein bisschen interagieren, während wir das Video gucken. Danach kommt das dann als ganz normale Folge raus, gar keine Frage. Aber es geht natürlich ums Update und ich habe jetzt ja deswegen auch erster Kontakt mit dem Update, jetzt eigentlich erst sehr, sehr spät heute. Es liegt einfach auch daran, dass ich so ein bisschen, ja, ich meine, das müsst ihr mir so ein bisschen nachsehen. Ich suche natürlich immer auch so ein bisschen sinnvollen Content für euch und ab und zu warte ich dann natürlich mal ein Sekündchen. Da sind die Truppen aber mal so richtig außenrum gerannt. Also suche ich immer mal so ein bisschen Content, der passt, der in meine Folgen passt und auch in die Handlung hier. Und ich denke mal, das Update passt natürlich jetzt super. Ihr habt das jetzt ja schon überall gesehen, ihr habt schon gehört und ihr habt auch schon selber das Update angespielt. Ich mit diesem Account heute noch gar nicht. Und bei den anderen habe ich schon so ein bisschen was gemacht. Es ist ja nicht mal wieder nicht für jeden was dabei. Aber für alle ist natürlich wieder etwas dabei. Warum ich das so sage, da komme ich im Laufe der Folge noch drauf. Und ich will auf jeden Fall hier gleich mal so ein paar Sachen raushauen, die es ja gerade im Rathaus 12 Bereich neu gibt. Es gibt ja auch neue Level ab Rathaus Level 10, glaube ich, ist es. Minen und Sammler können jetzt noch einen hoch gemacht werden. Also nicht einen hoch, sondern können eine Stufe aufgelevelt werden. Sicherlich sinnvoll für die gerade so starten und immer noch in den Sammlungen sind, sage ich mal. Für mich jetzt als Höver sind die, wo ich nur noch zwei Heldenlevel habe und danach noch dunkle Truppen so ein bisschen machen muss, ist das eher so ein bisschen, das ist für mich ein nice to have, aber kein must have. So sage ich das sehr, sehr häufig. Das kann ich haben, muss ich aber nicht unbedingt haben. Oh, mal sehen, ob er den noch packt hier. Eieiei, da. Ach, der King durch zwei Mauern hier. Mit der Masse hier, ich glaube, das wird, ja, ich denke mal, der X-Bogen, der ist noch auf den Kleinen. Okay, der X-Bogen ist noch auf den kleinen Barbarchen. Kriegt jetzt noch keinen Schaden, aber der X-Bogen ballert ihn natürlich jetzt Stück für Stück hier runter. Zwei von vier Zuschauer finde ich gut, dass wir doch noch was live reinkriegen hier von dem Clan oder gegen den Clan Ü25 Kriegsland. Unheimlich nett gestern Abend im Stream gewesen oder vorgestern im Stream. Oh, Zeit aus. Oh, sehr unglücklich. Denn wir haben hier noch so ein bisschen was. Wir haben noch ein bisschen was offen. Und 4 Stunden durch die beiden Wartungen heute hat sich das Ganze natürlich nach hinten verschoben. Das wurde dann angehalten und dementsprechend verschiebt sich unser Clankrieg. Ja, ich beginne jetzt eigentlich. Welcome Update, ich bin da. Und was mir natürlich aufgefallen ist, ich war natürlich schon einmal im Dorf, habe Minen und Sammler geleert komplett. Meine Lager sind ganz gut befüllt. Clanburg ist eigentlich auch pickepacke voll. Und angeblich soll es jetzt auch wieder mit dem Sternbonus klappen. Also es gab ja heute noch ein zweites Update, wo jemand keinen Sternebonus bekommen hat. Und ich glaube, irgendwas gab es. Man konnte, glaube ich, die Lotkarren nicht aufsammeln. Ja, was mir gleich aufgefallen ist, was mir sehr positiv aufgefallen ist, ist der Shop hier. Allerdings muss ich dazu sagen, ich habe heute Nachmittag mal wieder schöne Grüße, denke ich mal, auch vom Sky. Wir haben heute Nachmittag wieder ein bisschen rumgetestet. Wo sind die großen Unterschiede? Ich bin hier im Emulator, aber bei mir sieht das am Handy genauso aus. Ich zeige euch gleich mal eine andere Sicht, aber ich finde es sehr, sehr gut. Wenn man hier durchscrollt, dann scrollt ihr in den oberen Sachen hier, also Resources, Army. Man kann natürlich auch reinklicken. Und wo ich schon mal hier bin, kann ich auch gleich die erste Defense bauen für einen Rathaus 12er. Ich gucke mal dieses Ding hier, das kann ich ja noch gar nicht wechseln. Oh, ist das niedlich. Oh, nee, ne? Was ist das denn für ein kleiner Püster? Oh, ist der niedlich. Okay, der braucht jetzt gar keine Ausbringungszeit. Den muss ich mal eben noch mal rausnehmen. Oh, der passt in eine Bombe rein. Nee, ne? Ich habe den gar nicht auf dem Schirm gehabt, muss ich sagen. Ich habe gedacht, das wäre ein Halloween-Special. Okay, der hat so einen kleinen Radius. Wenn man ihn updatet, 2 Tage. Ah, das ist jetzt nicht so sonderbar viel. Mit 4 Millionen ist es aber ziemlich teuer, finde ich. Aber den haben wir erstmal rausgehauen. Okay.
Naja, kann ich noch nicht zu sagen. Ich weiß noch nicht, wie er funktioniert, da ich ihn ja noch nicht vorher hatte, wie einige andere YouTuber, die vielleicht vorher schon mal über diesen Tornado hier was gebracht haben, also Tornado-Falle. Eigentlich kann das Ding, ja, der kann eigentlich gleich da bleiben, ne? Wenn er hier schon hinpasst. Ich habe hier jetzt den Multi, aber die ist natürlich ein bisschen klein. Also vielleicht ist sie hier ein bisschen besser postiert. Oder noch woanders, gar noch woanders, vielleicht sogar hier. Mal sehen. Ich werde das einfach mal testen. Und aber der Shop ist mir, wie gesagt, positiv aufgefallen. Dekorationen, es gibt neue Dekorationen im hinteren Bereich. Ich habe sie nur nicht. Ich hab sie mir nur nicht gegönnt. Natürlich gibt es hier wieder die Treasures mit Gems und auch die Ressourcen, die du natürlich wieder kaufen kannst. Alles ein bisschen übersichtlicher. Das Schild, ich habe mir eben noch ein Schild gegönnt, deswegen ist es bei mir ausgegraut. Das ist natürlich neu hier, der Liga-Shop. Geht ja heute erst los für euch, also ihr seht die Folge ja am Mittwoch. Geht heute erst los, die Liga, da bin ich auch mal gespannt. Durchkrempel ich auch Olli konnte mir da noch nicht ganz so viel zu sagen. Ich denke mal, das machen wir live, aber klar, die neuen Sachen hier sind natürlich wirklich geil. Hammer. Ich meine, die Sachen sind ja nichts Neues, aber das ganze Ding ohne Ressourcen zu machen ist natürlich super und du bekommst sie halt auch nur, wenn du Clan Kriegs liegen spielst. Finde ich eigentlich, ist eine faire Geschichte. Klar, die Angebote sind natürlich wieder göttlich. Hier Town Hall 12 Pack habe ich verpasst, nehme ich jetzt natürlich nicht mehr. Helden, ich brauche noch zwei Heldenlevel machen, auch meine Kampfmaschine im anderen Dorf ist fertig. Und das Pack ist natürlich nett mit 21,99, aber auch schon ziemlich teuer. Also dem sagen wir uns natürlich fort. Ich habe noch einen Bauarbeiter frei und habe jetzt natürlich ein bisschen arg viel Elex, glaube ich. Ich glaube, wir können erstmal ein bisschen Elex hier rausballern für die Mauern hier. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja klar, du kannst das Elex natürlich hier für die Sammler nehmen. Die gehen nämlich jetzt noch einen hoch. Ich finde, sie sehen auch echt schick aus. Also vor allen Dingen hier der Elixier-Sammler, der gefällt mir mal richtig gut. Aber ich muss es im Moment nicht haben. Ich glaube, meine defensiven Gebäude haben einfach Vorrang. Der Bohrer hier sieht auch nochmal nett aus, ist aber auch nicht gerade billig mit 6 Millionen, finde ich. Naja gut, es ist Endlevel, da ist sowieso alles teuer. Sieht nochmal, ich weiß, müssen wir mal genau gucken, was sich da verändert. Ich glaube, unten der Sockel wird nochmal ein bisschen anders. Und alle anderen Sachen sind, glaube ich, so geblieben. Die Fallen gehen nochmal ein Level hier jetzt hoch. Diese Fallen gehen ja auch noch hoch. Allerdings habe ich sie jetzt gar nicht gelevelt. Ja, die gehört hier hin. Habe ich sie jetzt gar nicht gelevelt. Ich muss sie jetzt noch weiter leveln auf 6, auf 7 und auf 8. Aber sonst ist ja alles beim Alten geblieben. Erstmal, die Defense. Ich denke mal, wir hauen sie raus. Der dritte Inferno hier. Lass mal eben schauen. 2 Millionen da. Nächster Bob ist frei. Ja, da muss ich auch mal rechnen. Zwei Tage, 5 Stunden. Ich kann hier nichts mehr abholzen, um hier günstig Gems abzuholen. Nee, geht nicht mehr. Achso, bevor ich den raushaue. Nee, ich hau den erstmal aus dem Shop jetzt gerade raus. Das Defense-Gebäude hier also. Für 5 Mille stationieren wir den hier mal hin. Und ich springe mal eben aufs Tablet. Das hatte ich nämlich gerade ganz, ganz vergessen, um euch den Shop auf ein 10 Zoll Tablet mal zu zeigen. Denn dort sieht er etwas anders aus, nochmal ein bisschen aufgeräumter. Ich bin hier gerade mal auf dem Alex gesprungen. Nochmal ein bisschen aufgeräumter, finde ich echt, ja, ich finde es wirklich cool. Diese Ansicht ist nochmal, finde ich eigentlich viel, viel besser. Aber auf meinem Handy und auch hier im Emulator ist das halt nur eine Reihe. Hier auf den 10 Zoll ist es halt optimiert dafür. Und wobei dieses gar nicht mal so optimiert aussieht, da sind so hohe Kacheln. Komisch, aber klar, das sind die Pakete und so sieht das hier erstmal aus. Also alles geht alles nach, alles hat hier seinen Sinn und Zweck. So, wo ist der Toto wieder? Da ist wieder der Toto. Entschuldigt bitte, ich wollte euch nur mal den Shop noch mal auf dem 10 Zoll Tablet zeigen. Oh, wir haben wieder was live allerdings vom Gegner. Ja, hier bleibt es in jedem Fall spannend und es gab hier schon nette Angriffe, kann man nicht anders sagen. Gehen wir einfach mal rein, dass wir noch ein bisschen Clash of Clans sehen hier. Weil, wie gesagt, die anderen Wiederholungen gerade von gestern Abend sind alle weg. Da müsstet ihr schon in den Livestream reinschauen von vorgestern. Ich verlinke euch den wie immer da oben. Und also, wenn alles glatt gelaufen ist und ihr dieses Video mit mir guckt, dass ich habe das heute einfach mal probiert, dann müsstet ihr da müsstet ihr den Chat haben und ich chatte mit euch zur gleichen Zeit. Ich finde, es ist eine witzige Funktion, gerade wenn du ein bisschen was machst, was so ein bisschen in die Zukunft reicht, wo du einfach ein bisschen für die Zuschauer im Vorfeld ein bisschen was Nettes planst. Also es sieht für euch, glaube ich, aus wie ein Livestream, der jetzt einfach nur,
ja, quasi gescheduled ist und ihr könnt mit mir chatten während der Zeit. Derjenige sollte natürlich auch dann am Platz sein, aber ich bin's. Ich hoffe, ihr merkt das jetzt auch. Und danach ist das ein ganz normales Tagesvideo. So ist das. Und ich probiere ja im Moment mehrere neue Sachen aus. Ihr habt das jetzt in dieser Woche gesehen oder in der letzten Woche. Viele Livestreams von mir, die kann ich nur machen. Das könnt ihr mir glauben, weil ich Urlaub habe. Ich habe vorher nichts zu tun. Ich habe nachher nichts zu tun. Natürlich haben wir hier was zu tun bei uns, aber ich habe halt jetzt so ein bisschen Luft nach vorne und nach hinten und deswegen kann ich das eigentlich nur machen. Sonst, wisst ihr selber, ich bin ein ganz normales Arbeitsmännchen, Arbeitstierchen und der Klick geht. Ach nee. Ach, die Replay ist wahrscheinlich nicht verfügbar. Ich gucke mal gerade. Oh ja. Oh ja, da sieht man es, glaube ich, so ein bisschen. Lucky haben wir hier noch drin. Nochmal den Lucky, die drei auf Frieger hier. Ja, die Wiederholungen sind halt heute teilweise weggewesen. Jo, das ist so, das wird eine von gestern gewesen sein. Das müsste eigentlich ausgegraut sein. Und mal gucken, wie er diese Base hier angegangen hat. Ich habe übrigens meinen zweiten, zeige ich euch gleich auch den nicht. Den ersten habe ich ja gestern Abend verballert. Nee, vorgestern Abend. Bei diesen Videodrehereien kommt es auch immer durcheinander. Den habe ich ja verballert mit einem Stern. Mit dem zweiten Angriff habe ich 2 Sterne gemacht, habe ich leider nicht festhalten können für euch. Die Armee habe ich aber noch. Werde ich sicherlich für euch Rathaus 9 mal wieder was drehen können. Ist mal eine Armee, mit der man im Rathaus 9 Bereich sicherlich auch nicht jeden Tag angreift, aber es hat sich angeboten. Und mal sehen, wie sich der Mike hier geschlagen hat. Als Rathaus 9, Rathaus 9 gegen Rathaus 9 mit Hog Rider Bowler und einem Golem. Ja, sehr, sehr schick. Sehr, sehr cool. Okay, die latschen jetzt zwar ein bisschen außenrum, nichts geht rein. Manchmal ist es ja nicht so schlimm. Clanburg, die musst du halt kriegen. Und die hatten jetzt hier mit Masse natürlich Lufttruppen drin. Lufttruppen sind ganz gut gegen ja alles. Die verteidigen gegen Luft und Erde. Also ich find die Clanburg eigentlich so ganz gut gewählt. Die Babydrachen haben halt viele Heal Points und können da eine ganze Menge ab, auch wenn 2 rauskommen. Sie machen halt dann weniger Schaden, weil sie ja nicht ihre Wut haben. Aber ich glaube, das ist nicht ganz so schlimm. Von der anderen Seite komplett hier mit den Hogs durchgegangen. Ja, der nervige King da jetzt in der Mitte. Aber ihr seht das hier. Da sind genug Truppen, um den jetzt kaputt zu prügeln. Ah, ne, die müssen hier jetzt noch hin. Ah, der doofe Feger. Okay, das ist natürlich ein bisschen. Ah, ne, ach, hier ist noch mehr. Okay, alles klar. Alles klar, hier ist noch ein bisschen mehr. Jo. Ja, ihr könnt gerne während des Videos, wie gesagt, mit mir dann rumtippen. Ist eine coole Funktion, glaube ich. Kann ich aber auch nicht jedes Mal machen. Dazu müsste ich dann ja jedes Mal irgendwo am Rechner sitzen, um ein eigenes Video zu sehen, um dann euch mit euch zu agieren zu können. Aber ich habe heute auch wieder über den Community-Chat mit euch agiert. Finde ich sehr, sehr gut, dass ihr darauf auch immer so ein bisschen ein Kontra habt. Der Toto hat Glück und für euch wird die Folge etwas länger. Sehr cool. Ja, ich muss mal gucken, wegen der ganzen Liga-Geschichte. Das geht ja heute erst los. Da lasse ich mich mal überraschen. Da können wir ja jetzt noch nicht zu sagen. Man kann jetzt im Vorhinein noch nicht gucken, wie wird's, was erwartet uns da. Wenn ihr das bei den anderen YouTubern schon gesehen habt, ich habe wirklich noch nichts davon gesehen, außer, ich glaube, beim Izo. Und ich lasse mich da mal komplett überraschen, wie das Ganze so wird. Muss gleich auch noch im Klankrieg angreifen. Mache ich allerdings nicht live, mache ich ganz für mich im stillen Kämmerlein auf dem Tablet. Aber finde das wirklich, wirklich gut. Und auch die Streams hier. Ich weiß, ich bin immer sehr, manchmal auch sehr gequält in den Streams. Es ist aber auch nicht ganz so einfach, sich hier jetzt nicht an mein Alter her. Ah, ich sehe gerade noch eine schöne Änderung. Eine visuelle Änderung haben wir natürlich auch. Ich weiß nicht, wie ihr das findet. Eigentlich finde ich es wieder doof. Viele haben genölt, dass die Bogenschützentürme nicht so schick aussehen mit den weißen hier oben drauf. Ich fand das total geil. Ich fand das total geil. Hier sehen sie natürlich wieder ein bisschen giftiger aus. Und man kann den Level erstmal wieder ein bisschen schlechter auseinanderhalten. Ah, naja. Ist immer so ein bisschen kleines Designproblem. Bei Clash of Clans auch, der eine findet das schicker, der andere findet das schicker. Und mal sehen, das ist ja jetzt ein Live-Angriff, ist ja keine Wiederholung hier. Gehen wir hier mal ein bisschen näher für euch Handy-Leute rein, denn ich habe auch bei mir in den Statistiken gesehen, dass die Masse meine Videos, meine Tagesvideos
mit mobilen Geräten, schauen also am Handy in der Regel oder manchmal auch am Tablet. Das kann man so ein bisschen auswerten. Und was man aber auch auswerten konnte vorgestern, der Stream 211 Zuschauer, den Daumen kann ich nur an euch zurückgeben. Leute, das war mega. Und am heutigen Tag arbeite ich auch wieder ein bisschen am Kanal. Zwinker, zwinker. Also es gibt sicherlich wieder neuere, kleinere Spielereien. Toto ist auch ein Spielkind, ich weiß. Ich bin nach wie vor auch ein totales Spielkind. Man bleibt ja Kind. Auch im Alter. Und will immer wieder so ein bisschen was, will ein bisschen was Neues schaffen. Denn so einfache Sachen, die wirken dann auch immer so ein bisschen ausgeleiert und ausgelutscht. Also ruhig mal so ein bisschen harte Chat-Aktivität. Ah, ich glaube, das hätte er auch nicht ganz gepackt. Wer aber nochmal wissen will, was gab es eigentlich tatsächlich genau im Update, der kann hier natürlich reinschauen, auch auf Englisch. Mach's mal nicht auf Englisch, weil es gibt auch wieder was total Witziges auf Deutsch. Das zeige ich euch. Es gibt natürlich auch wieder was total Witziges auf Deutsch, denn hier bei den Ereignissen. Supercell. 5 Hexe müssen benutzt werden und 5 Riese. Nee, 10. Nee, 11 Riese. 11 Riese, du musst nutzen, um hier zu gewinnen. Also Leute, da fehlt ja nur ein N. Die deutschen Übersetzer müssen ja noch ein bisschen lernen. Richtig coole Sache. Clanskriegsligen beginnen in 15 Stunden. Das wird dann wahrscheinlich für euch heute spät Nachmittag, früher Abend sein. Oder auch mittags 15 Stunden. Ich gucke mal gerade quer. Wir haben 16.52 Uhr. 24 Stunden haben wir nächsten Tag. Ja, das müsste so um die Mittagszeit dann sein. Oder Mittagmorgen. Todesschreck. Also es kommen die Halloween-Truppen. Fass voller Knochen. Ich weiß nicht, wer es noch nicht kennt. Es sind ja diese Knochenskelette, die aus den Fässern abgeworfen werden. Bin ich echt mal gespannt. Aber wer hier die Neuigkeiten haben will, der muss dann einmal hier reingehen in Neues. Und einmal auf Mehr erfahren klicken. Also ihr seht das schon, hier oben fehlt ja die Registerkarte im deutschen Client. Und hier gibt es nochmal komplett die Zusammenfassung. Ich war ein bisschen verwirrt, denn dort steht schnelle Verbesserung, ein neues Rathauslevel. Ich habe erst gedacht, was, habe überall geklickt, wo gibt es denn hier jetzt ein neues Rathauslevel? Gibt es nicht. Also ich weiß nicht, warum das hier steht, ein neues Rathauslevel. Eine neue Truppe. Habe ich sie noch nicht entdeckt, die neue Truppe? Gab doch keine neue Truppe, oder? Für mich gab es jetzt nur 2 Defense-Gebäude mehr. Aber die Clankriegsligen sind da schon eine saisonbasierte Ligenstruktur. Also wie gesagt, das sehen wir heute erst. 18 individuelle Ligen, 15 zu 15 Kriege. Da bin ich auch mal gespannt, wie das mit den ganzen Bases wird, wenn sich in einem Clan 30 Leute dafür melden und 15 Zwölfer oben sind. Da werden ja immer nur die Zwölfer mitgenommen, denke ich mal. Weiß ich noch nicht, wie die das vom Matchmaking her machen. Es gibt die neue Währung, Liga-Medaillen, das ist sehr, sehr gut. Also das ist auf jeden Fall was ganz Neues. Neue magische Gegenstände haben wir eben gesehen. Der Uhren-Turmtrank, ja, das sei mal dahingestellt. Aber du kannst halt auch aus den magischen Zahnrädern aktiviert einen Uhrenturmschub für 30 Minuten. Da kannst du natürlich nochmal richtig was machen. Und neue Verteidigung, die haben wir eben ausgerollt, okay. Kosten, ja, hier stehen jetzt nicht die Baukosten bei, aber es gab, oh, ich habe wieder eine kleine Veränderung, also die Folge wird ein bisschen länger. Aufstand der Kobolde, jawohl, die Kobold-Mission, die muss ich mir nochmal richtig durchleuchten, aber da gibt es ja richtig was zu gewinnen, also es gibt ja richtig Elixier, dunkles, 166.000 dunkles, was ich nicht so gut finde, dass die ganzen YouTuber jetzt schon gespammt haben, wie man sie macht. Probiert das vielleicht gerne mal mit anderen Truppen. Generelle Anpassungen, ja, Ausbildungskosten verringert, Alter, die Juwelen hier. Ich habe mich dabei erwischt, wo ich mit Juwelen was verspendet habe. Nichts verraten. Belagerungsmaschinen, ich habe heute schon welche verspendet, jawohl, es gibt 30 IP. Sie kosten nur noch 100.000 auf allen Leveln, finde ich auch gut. Zuletzt genutzte Auswahl bei der Belagerungsmaschine, auch das ist ja auch schon bekannt, wird jetzt als Standard beim nächsten Angriff gespeichert. Mauervernichter bleibt nicht mehr an Wänden oder Hindernissen stecken. Super Sache, Supercell. Der Kampf wird nun nicht mehr zu früh beendet, wenn nur noch eine leere, nicht genutzte Belagerungsmaschine übrig ist. Okay, dann musstest du den Kampf mal abbrechen. Dann kommen natürlich noch die ganzen Veränderungen. Guckt euch das alles mal im Detail an. Es ist sehr, sehr spannend, finde ich zumindest. Und Clanspiele kommen sicherlich wieder auf uns zu mit den neuen Clanspielen. Mauermassaker, die Mauern müssen weg. Das wird ultra witzig. Bestenliste der Clanspiele.
Alter, das Update. Ich glaube, das Update ist größer als das Rathaus 12 Update, oder? Richtig viel hier. Und genau, für Neuerungen und kleinere Bugfixes kann ich euch immer nur an die Hand geben, guckt im Supercell-Forum mal nach, im offiziellen. Ich weiß, das ist auf Englisch, aber ich denke mal, so einfaches Englisch kann jeder von uns. Dort standen nämlich heute noch die Bugs von, ja doch, heute standen da die Bugs von heute. Dann gab es nochmal eine zweite Wartung. Und ich gucke selber immer auf Twitter, denn dort ist es für mich immer am aktuellsten. Aber was ich eben gesagt habe noch, und schaue auch nun danach, richtig bei den Belagerungsmaschinen, also die Truppen sind ja echt immer, oder sie sind ja überhaupt hyper günstig. Ein Tag noch für 28 Dunkel ist hier so eine geile Hexenarmee. Richtig, richtig cool. Und die Belagerungsmaschinen zeigen jetzt auch die richtige Ausbildungsdauer an. 1200 Sekunden sind 20 Minuten, könnt ihr einen Taschenrechner nehmen oder im Kopf kurz mal durchrechnen. Also alle dauern nur noch 20 Minuten, macht auch keinen Sinn, die auf 1, 2 und 3 haben die ja immer verschiedene Kosten gehabt, jetzt plötzlich, oder das machte überhaupt nie Sinn, dass die teurer wurden, denn in Ablevel 10 verspendest du die ja sowieso auf Level 1 und hast die dann auf Level 3, also es hat nie wirklich Sinn gemacht, finde ich sehr, sehr gut, und 20 Minuten, das heißt also ein bisschen mehr können die 12er jetzt raushauen, hier kriegen 30 Punkte, auch hier alles richtig gemacht, ich glaube, ich habe es heute ein bisschen mit euch durchgekaut. Wir haben ein bisschen Clash of Clans Angriffe gesehen. Ich werde jetzt meinen live machen. Mal sehen, wie das hier weitergeht. Ich hoffe, ihr bleibt an meinem Kanal dran. Gebt mir wie immer einen Daumen nach oben da. Jetzt könnt ihr euch das Video nochmal angucken, wenn ihr wollt. Wir haben es ja jetzt mal in der Premiere mit mir gehabt. Ich habe mit euch hoffentlich gechattet. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche mit mir auch in den Streams. Auch wenn ihr heute etwas gesehen habt, was ihr jetzt gestern Abend vielleicht im Stream gesehen habt, weiß ich nicht genau. Ist ja alles nicht so schlimm. Clash on, Leute. Genießt das Update. Bis dahin. Ciao, ciao.